Übrigens, der deutsche Dichter Wilhelm Busch sagt einmal, Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Das stimmt. Schauen Sie selbst. Also mein Sohn, der Papa erklärt dir die Zeit. Wieso? Weil es wichtig ist. Du musst doch wissen, wann du aufstehen musst. Wenn mich die Mama weckt. Und wenn die Mama nicht da ist, dann weckst du mich, Papa. Und wenn wir beide nicht da sind, dann schlafe ich weiter. Ja, natürlich. Ja. Aber wie willst du denn wissen, wann es Frühstück gibt, wenn ich Hunger habe? Und wenn du keinen Hunger hast, dann bleibe ich im Bett liegen. Okay, wir überspringen das Bett. Das geht aber nicht, Papa. Wieso geht das denn nicht? Das Bett steht an der Wand. Angenommen, ein Fremder will von dir wissen, wie spät es ist. Aber Papa, ich darf mich nicht von Fremden ansprechen lassen. Wieso das denn nicht? Die Mama hat gesagt. Ach so, ja. Okay, dann ist es kein Fremder, sondern dann ist es ein Bekannter. Wie Onkel Paul? Wie Onkel Paul. Das geht aber auch nicht, Papa. Warum das denn nicht? Der Onkel Paul ist doch im Gefängnis. Wegen dieser Fotografie. Ach so, du meinst Pädophilie. Also... Tante Erna, lass es Tante Erna sagen. Tante Erna will von dir wissen, wie spät es ist. Dann kommst du dir doch doof vor, wenn du nicht weißt, wie spät es ist. Wieso soll ich mir doof vorkommen, wenn sie zu doof ist, nicht zu wissen, wie spät es ist? Weil... Pass auf. Das hier ist eine Armbanduhr. Diese Uhr hängt an einem Band an meinem Arm. Und deshalb nennt man sie Armbanduhr. Und wenn sie an deinem Bein hängt? Dann ist es eine Beinbanduhr. Unterbrich mich doch nicht ständig, Herrgott nochmal. Also pass auf. Die Zeit hat verschiedene Zonen. Fußgängerzonen? Nein. Fußreflexzonen? Auch nicht. Zeitzonen? Nein! Doch, das ist sehr gut. Zeitzonen, genau. Die Zeit besteht aus Stunden, Minuten und Sekunden. Und ein Tag hat 24 Stunden. 12 am Tag und 12 in der Nacht. Aber am Tag ist es doch nicht dunkel. Und trotzdem hat ein Tag 24 Stunden. Mal ist es hell, mal ist es dunkel. Verstehst du? Papa, du bist so klug. Ich weiß. Willst du mich verscheißern? Jawohl. Also, pass auf. Diese Uhr hat drei Zeiger. Der dünne Zeiger ist der Sekundenzeiger. Der schnelle. Der dünne Zeiger ist der Minutenzeiger und der dicke, dicke, dicke ist der Stundenzeiger. Das ist ja wie bei uns, gell, Papa? Wie meinst du? Ich bin der schnelle, 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 Mama ist die dünne, dünne, dünne und du bist der dicke, dicke, dicke. Ich bin nicht dick. Das, was du hier siehst, ist eine Lebensmittelschwangerschaft. So. Okay, und damit die Zeit weitergeht, müssen die drei Zeiger uns die Zeit zeigen. Wem? Ja, dir, mir und Mama. Und Tante Erna? Ja, der auch. Und Onkel Paul? Dem nicht, der rechnet ja in Jahren. Also, pass auf, mein Süßer. Damit es einfacher ist, lassen wir jetzt den schnellen Zeiger weg. Aber ich bin doch der Sekundenzeiger. Nein, du bist mein Sohn, du hast aufzupassen. Aber Ruhe. Also, wenn du hier auf die Uhr schaust, dann haben wir eine Zahl. Die 12. Richtig. 1 und 2. Macht 3. Nein, man zählt keine Zahlen auf der Uhr zusammen. Und daneben ist die 3, die 6 und daneben die 9. Und das ist ein Tag? Jetzt hast du es verstanden. Sehr gut. Und der hat 30 Stunden. Genau. Genau nicht. Wie kommst du denn darauf? Ja, wenn ich die 12, die 3, die 6 und die 9 zusammenzähle, dann bekomme ich 30. Nein! Der Tag hat nicht 30 Stunden, sondern nur 24 Stunden. Und woher weißt du das? Weil das mal so gesagt wurde. Von wem? Vom Heiligen Geist! Das ist jetzt aber ein Witz, Papa. Ja, das ist ein Witz. Soll ich lachen? Nein! Aufgepasst! Wo bin ich stehen geblieben? Beim Witz. Egal, genau. Also, wenn jetzt der dicke und der dünne Zeiger auf die 12 zeigen, dann ist 12 Uhr. Und in der Nacht? 24 Uhr. Und in Lappland? Wie kommst du jetzt auf Lappland? Weil im Sommer immer Tag ist. Ja, dafür ist im Winter immer Nacht. Aber wie weiß ich denn im Sommer, wann es Mitternacht ist? Wenn die Rentiere schlafen, verstehst du? Nö. Egal. Aufgepasst. Damit die Zeit weiterläuft, muss der dünne Zeiger den dicken verlassen.
Wieso mögen die sich nicht? Doch, die mögen sich, deshalb kommt der Dünne ja wieder zurück zum Dicken. Das ist so wie du und Mama, gell? Die Mama kommt auch immer wieder zurück. Ja, genau. Und wenn der dünne Zeiger jetzt 5 Minuten vom Dicken weg ist, dann rufst du die Polizei, weil du dir Sorgen machst um Mama. Jetzt hör doch mal auf, die Mama und mich ständig mit Zeigern zu vergleichen. Du gehst mir echt auf den Zeiger. Auf den Dicken oder auf den Dünnen? Egal. Weißt du was, wir lassen es bleiben. Okay, dann gehe ich jetzt spielen. Nein, so haben wir nicht gewettet. So nicht. Pass auf. Wenn der dünne Zeiger auf die 1 zeigt, dann ist 5 nach. 1 ist 5? Jawohl. Und die 2 ist 10, die 3 15, 4 20 und 5 25. Und die 6 ist halb. Die 6 ist halb? Ja, wenn die 12 voll ist, ist die 6 nur halb. Ach so, jetzt verstehe ich. Was verstehst du? Die Mama sagt immer, wenn du um 12 voll bist, dann ist der 6 nur noch halb. Das hat die. Das hat die Mama. Das hat die Mama nicht gesagt. Wohl wahr. Und dann hat sie zu Tante Erna noch gesagt, dass du ein ganz schlechtes Timing hast. Ich habe kein schlechtes Timing. Ich habe ein super Timing. Und warum kommst du immer zu früh? Was? Ja, weil deine Mama immer zu spät kommt. Aber egal, schau her. Wenn der dicke Zeiger auf die 1 zeigt und der dünne auf die 12, wie spät ist es dann? 5? Nein! 1! Und wann ist es 5? Wenn der dicke Zeiger auf die 5 zeigt. Und wo ist die dünne? Keine Ahnung, wo sich die Mama rumtreibt. Woher soll ich das wissen? Lass es bleiben, wir kommen nicht weiter. Okay, dann geh ich jetzt spielen. Nein, du bleibst hier, es ist viel zu spät. Aber Papa, es ist doch erst 10.35 Uhr. Aha, und woher weiß das der kleine Klugscheißer? Steht doch auf der Digitaluhr überm Backofen. Papa, das weiß nun auch der dümmste Mensch auf der Welt. Ich bin nicht dumm. Das weiß ich, du hast nur Pech beim Denken. Ja. Übrigens, mein Sohn hat sich vor einer Woche in ein Mädchen verliebt. Und natürlich wollte er von mir wissen, wie er sie ansprechen soll. Ich habe ihm gesagt, auf Deutsch. Übrigens, von der nächsten Woche an spiele ich bis zum 17. Mai noch 7 Vorstellungen in der Schweiz. Wenn ihr mehr Infos wollt haben, geht einfach auf meine Webseite www.marcorima.ch. Und abonniert meinen YouTube-Kanal. Und wenn nicht, dann eben nicht.